Mystery Game. Willkommen bei den Würfelwerfern. Heute mit einem besonderen Mystery Game. Das ist nämlich gar keines unserer Spiele, das wir schon eingepackt haben, sondern, und wir ahnen sogar schon, was drin ist, also echt was Besonderes heute. Es ist ein Spiel, das haben wir zugeschickt bekommen von der Bettina Katzenberger. Das ist nämlich eine Jungautorin. Sie hat ihr erstes Spiel veröffentlicht. Und da wir das vor 2 Jahren, glaube ich, war es schon, getestet haben und uns das gut gefallen hat, haben wir gefragt, ob sie uns nicht eins schicken würde. Und das ist jetzt gekommen. Und so, das packen wir jetzt mal aus. Wir vermuten es zumindest, weil wir wissen es nicht wirklich. Mischmasch. Mischmasch. Wir zeigen das mal groß in die Kamera. Von Zoch. Ab 6 Jahren. Ja. Und lass mal von sehen. 2 bis 6 Spielern. Der Pelifant sucht seinen Rüssel. Oder doch lieber die Flügel. Ja, dann probieren wir das jetzt rein. Aus. Bis gleich. Tschüss. Tschüss. Ja, wir haben für euch Mischmasch gespielt. Es ist ein Reaktionsspiel und das funktioniert folgendermaßen. Es gibt auf diesen Karten Tiere und da die auf einem Karnevalsball sind, haben die sich verkleidet. Das heißt, es gibt immer eine Ober- und eine Unterhälfte. Das sieht auch echt witzig aus. Schöne Grafiken gemacht. Und man muss die passende Hälfte drauflegen, so als Grundelement. Und das ist ein Spiel für Leute, die schnell sind. Deswegen habe ich auch mit 16 Punkten radikal verloren von den Minuspunkten. Es gibt auch so eine Karte, zum Beispiel Krokodil und Delfin, dann heißt das Krokofin. Ja, Krokofin. Genau, ja. Dann gibt es das Gegenstück, das ist dann der Deldil. Genau, ihr seht schon, das kann alte Hirne nicht überfordern. Und wenn man die passend hat, kann man die dazwischen schmeißen. Das ist also auch sehr günstig. Genau, wenn man 2 Hälften, ne, passend, also quasi seitenverkehrt hat, dann darf man die reinwerfen. Und damit das an den Tieren teilweise, also ich zumindest schlecht erkennen kann, sind auch noch Icons drauf gemalt. Das heißt, man hat ein orangenes Dreieck und einen blauen Kreis. Da weiß man schon, es gibt die umgekehrte Version, da muss dann das blaue Symbol oben in dem Dreieck sein und so. Das hilft mir persönlich, um es etwas schneller mitspielen zu können, sonst hätten mich die Kinder und meine Frau total abgezogen. Haben sie trotzdem. Ja. Zu den Farben, ne? Also jedes Tier hat halt eine bestimmte Farbe und dann kann man auch eigentlich sehen, so, wenn oben orange und unten rot ist, dann funktioniert es auch ganz gut. Halt mit den Symbolen ist nochmal so ein bisschen kleiner und schneller. Ja. 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 Sonst die Regel ist auch sehr schön gemacht, also schön bearbeitet von Zoch. Ja, übersichtlich, ja. Kann man gut spielen. Ja. Ja, die Regel ist auch nicht lang, also ist halt ja, wie so eine Zochregel halt so. Aber halt nur eine Seite. Dann, wie hat es euch denn gefallen? Also ich fand das Spiel ganz schön. Das ist auch gut so zum Beispiel für die Schule, da haben wir so eine Betreuung. Da könnte man das auch gut spielen und es ist halt so ein Kinderspiel und das gefällt mir halt gut. Ja, vor allen Dingen mit den Tiernamen. Ja. Ich finde es auch echt toll, weil das ist einfach total lieb gestaltet. Und man sieht da schon und denkt dann so, ah, oh, wie cool sieht das denn aus? Und da will man sich recht die Namen durchlesen und so. Und das ist halt auch echt schnell. Man hat allerdings nicht so viel Zeit, sich die Tiernamen durchzulesen. Das ist hektisch, ja. Ja. Also ich finde, es ist ein schönes Spiel, so für den Anfang oder für ein Ende von so einem Spieleabend. Also es ist jetzt nichts Abendsfüllendes, aber für mit den Kindern finde ich das auch irgendwie nett. Die haben auch manchmal nur so eine halbe Stunde Lust oder Zeit zu spielen und dann um eine lockere halbe Stunde zu verbringen, ist das cool. Ja. Uno ist jetzt zum Beispiel nicht irgendwas, was ich spielen muss, da lasse ich mich zum Beispiel definitiv mehr hinreißen, weil es einfach super süß gemacht ist. Ansonsten für mich Reaktionsspiele, aber das blenden wir jetzt mal aus, weil als Spiel finde ich es. Klasse. So, dann würde ich sagen, schreiten wir schnell zur Abstimmung. Darf das Spiel bei uns bleiben? 3, 2, 1, 0. Ja, hey, ist ein Geschenk, ist es süß. Beschweren wir uns überhaupt nicht. Ich bin voll von Kuscheltieren. Haben wir das auch wieder rausgedrückt. Ja, das haben wir rausgedrückt. Oh, danke schön. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.